Hallo zusammen, mich hier ist wieder euch und ich bin wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar will ich heute wieder eine Vision basteln. Und diesmal wollen wir versuchen, mit drei Masken insgesamt durchzukommen. Ich hatte ja schon ein Video hochgeladen, wo wir mit einer Maske bzw. zwei Masken nennen, Full Clear gemacht haben. Jetzt mit drei Masken. Und bevor wir anfangen, weil es öfter gefragt wurde, zeige ich mal so meine Grundvoraussetzungen. Einmal das Gear 465 habe ich angelegt. Zwei Corrupted Items mit Echoing Void habe ich an. 25 Corruption, zwei Used Trinkets habe ich an, einmal das Laser Trinket aus Mechagon und einmal auch aus der Mechagon Instanz, so eine E-Trinket quasi. Die beiden habe ich an, finde ich ganz praktisch. Von der Skillung her sind wir quasi hier einmal, beziehungsweise formal sind wir einmal bei Anima, Nullifikationsdynamo, Stärke des Wächters, einfach um ein bisschen weniger Corruption zu haben und den Schmelztiegel. Und hier von der Skillung sind wir bei Dornenranken, wilde Attacke, Gleichgewichtsaffinität, Typhoon, Inka, Erdenwächter, Beißen und Reißen. Dann die Konsole habe ich mittlerweile einiges geskillt, auch das Endding. Und hier haben wir auch schon mal zwei, hier haben wir drei. Und die Gruppentalente habe ich nicht geskillt, weil ich mache das meiste tatsächlich hier solo. Gut, das jetzt so zur Schnelle. Ich will es jetzt nicht weiter ausdehnen, weil eigentlich das Interessante ist ja die Vision an sich. Hab mir jetzt quasi wieder eine Vessel freigespielt. Wir können einen Run machen. Und ich habe insgesamt vier verschiedene Masken zur Auswahl, die ich aktivieren kann. Wie ihr seht, also 1, 2, 3, 4 sind aktiv. Die will ich auch dann wählen. Und eine habe ich noch nicht freigespielt. Die muss ich, glaube ich, in OG noch holen. Also da werden wir nochmal gucken. So, dann setzen wir hier mal die erste Maske auf. Und zwar, genau, hier, dann haben wir die erste Maske, Maske der finsteren Vorstellungen. Während eure geistige Gesundheit unter 50% des Maximum liegt, werden Gelegenheit Gegner aus der Leere beschworen. Das hatten wir ja schon mal drauf gehabt, ist ein bisschen ätzend, kommen so ein paar kleine Gegner, die ankommen. Die, wobei, so klein sind die gar nicht, das sind so mittelgroße. Die haben tatsächlich ganz gut was an Life und ja, die musst du halt einfach mit wegklopfen. Dann die zweite Maske, die wir aktivieren, Maske des Leidens. Der Leidenden so rum, macht den Träger anfälliger für zusätzlich gleichzeitig gewirkte Wahnsinnsleiden. Das ist ziemlich ätzend und zwar hast du in den schweren Gebieten dann nochmal zusätzliche Affixe und die Woche ist ja der Slow-Affix und dann hast du zusätzlich noch diesen Cage-Affix, wo diese Mobs um dich rumspawnen und den hasse ich. Also der ist eigentlich einfach, aber ich hab's einfach nicht drauf und werd dann ständig von den Dingern gestunt und das ist richtig, richtig gefährlich, wenn du Big Pulls machst. Also diese Maske ist richtig ätzend. Dann setzen wir die nächste auf und zwar haben wir hier noch Maske der brennenden Brücke. Erschafft beim Bewegen Zonen der Leere hinter euch, die geistige Gesundheit entziehen. Das geht eigentlich, wenn du immer nur einen Pfad movest, ist es gut. Wenn du im Kreis läufst, böse Geschichte. So, jetzt bekommen wir mehr Andenken, aber wir haben auch von den Gegnern, also die Gegner haben 75% mehr Life und haben 75% mehr Gesundheit. Also schon ein gutes Stück. Dementsprechend wird es hier einigermaßen anspruchsvoll. So, ich nehme noch einen guten Schluck, bevor wir loslegen. Bevor wir hier dann im Trouble sind. Ich habe mir jetzt eine Flask reingehauen, Buff-Food habe ich mir reingehauen und auch eine Rune. Voll Support. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Inka haben wir geskillt. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Ich könnte mir noch so ein Buff-Food holen. Warte mal, Dinger nicht ready. Ja, gut, komm, scheiß drauf. Auf geht's. Ich habe das tatsächlich mit drei Masken, habe ich das schon einmal probiert. Und, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es eigentlich schon geschafft, aber ich habe es eigentlich fast schon geschafft und habe dann am Ende wegen einem dummen Fehler habe ich es verkackt. Und zwar wegen einem richtig dummen Fehler. Ich war bis zum Mage Tower habe ich alles geklärt. Also ich hätte nur noch den Mage Tower gehabt und also den Endboss da. Und Ding hätte ich noch gehabt, den wirklichen Komplett-Endboss. Und dann habe ich noch eine Orb frei gehabt und bin aber zu weit vorgelaufen, habe den Boss gepullt und dann war es das quasi. Also richtig ätzend. Oh, warte mal, die Mobs haben mich schon übelst runter. Also du merkst hier, dass es schon ein gutes Stück mehr. Live haben. So. Hier ist jetzt halt alles vollgevoidet. Das ist ein bisschen ätzend. Dann gehen wir jetzt ein Stückchen raus. Sie haben jetzt ihren Cast draufgehauen. Der Start war jetzt irgendwie nicht so gut, weil ich jetzt schon mal alles gevoidet habe und sie nicht interrupted habe. Hier, das müssen wir einmal interrupten. Zertöten. Hier haben wir den einen Mob noch. Wir sind schon relativ gut runtergeklopft worden, ne? Also da musst du schon sagen. Jetzt sind wir wahrscheinlich noch im Combat mit den anderen Teilen. Fuck. Das war, glaube ich, einer der schlechtesten Starts, die ich jetzt bis hier drin hatte. Ist aber nicht so wild.
Ich habe noch alle CDs, das ist das Wichtige an der Stelle. Und zwar brauche ich die jetzt gleich hier für den Big Pull. Wenn nämlich jetzt hier alles zusammenpullen. Irgendwie kommt es mir gerade krasser vor als das letzte Mal, wo ich hier drin war. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade mehr Schaden gekriegt, als ich normalerweise krieg. Gut, es sind 75% mehr, ne? Das ist schon nochmal ein gutes Stück. Aber dürfte eigentlich nicht so viel ausmachen. Den nehmen wir jetzt noch mit. Fuck, jetzt habe ich. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Oh, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt habe ich keine Explo mehr. Muss ich mich so heilen? Nicht gut. Egal. Die Explo macht nämlich tatsächlich ziemlich viel vom Overall Damage aus. Und jetzt seht ihr auch, warum die Voids hier teilweise echt ätzend sind. Weil ich jetzt so viele Void-Flächen habe, dass die alle überlappt sind, dass ich fast nirgends mehr hin kann. Ne? So, zwei Mobs haben wir hier noch. Die ja eben wir weg. Und jetzt müssen wir den Dude noch töten. Wisst ihr, was gerade ein bisschen schade ist? Den letzten Run, den ich hatte, lief es bis hierhin tatsächlich ein gutes Stück besser eigentlich. Halt, wo sind jetzt die Dinger? Da hinten ist, glaube ich, eine Bombe. Ah, ja, gut. Ich hatte schon besseren Run hier. Aber mal gut, wir müssen es mal nach hinten raus noch hinbekommen. Hier haben wir noch eine Bombe. Ihr seht, mich verfolgt jetzt so ein Viech. Das ist nicht wegen meinem Corrupted Gear, sondern das ist jetzt der zusätzliche Effekt. Ich habe ja einen, wo wir mehrere Corrupted-Effekte gleichzeitig haben. Und jetzt habe ich hier nicht nur den mit den Füßen, ne, also den ihr jetzt hier seht, dass ich so weitergeschleudert werde, sondern ich habe zusätzlich jetzt hier noch den Corrupted-Effekt, dass ja, diese Viecher spawnen und quasi mir nachlaufen. Das ist jetzt natürlich so optimal, dass das hier drin spawnt. Also das willst du eigentlich nicht, ja, zwei Effekte zu haben, aber wenn du mit der Maske spielst, ist es natürlich unvermeidlich. Scheiße, jetzt spawnt das Ding natürlich hier beim Boss. Das ist jetzt Worst Case an der Stelle. Jetzt kann ich natürlich nicht an den Boss rangehen. Macht er seinen Breath? Oh fuck, jetzt habe ich das falsche Trinket auf ihn. Jetzt habe ich das E-Trinket auf ihn draufgehauen. Ah, und da spawnt der nächste Effekt. Das sind diese Adds, die quasi zusätzlich reinspawnen, wenn ich unter 50% geistige Gesundheit hier bin. Komm, wir explodieren ihn jetzt einfach, dass er tot ist. Okay. Ich habe schon viel zu viel verloren. Das ist halt jetzt echt nicht so geil. Ich muss jetzt irgendwo ein bisschen Zeit rausholen, tatsächlich. Jetzt habe ich wieder so ein Verfolgeviech hinter mir. Okay, wir sind aus dem Combat raus. Perfekt. So, jetzt kann ich aber hier den Laser nochmal einsetzen. Ah, hier muss ich stehen bleiben. Seht ihr? Das habe ich jetzt zusätzlich hier noch. Wann despawnt das jetzt? Hier müssen wir einmal raus. Den lasern wir jetzt. Also ich habe jetzt hier das Movement-Ding und ich habe jetzt hier quasi diese Typen. Doppeleffekt, jetzt spawnt hier gleich nochmal. Jetzt kann ich bloßerweise hier nicht rauslaufen. Okay, jetzt. Also ich muss auf beide Effekte. Warte mal, mit was zur Hölle bin ich denn noch im Combat? Ah, okay, da ist noch ein Viech gespawnt. Und seht ihr, das ist das bisschen Ätzende. Jetzt habe ich hier quasi den Trade, dass die Movement-Dinger hinter mir her sind, dass die Teile spawnen, dass wenn ich im Kampf bin, der Slow kommt. Und das ist ziemlich ätzend, weil der spawnt ein Mob, der mich im Kampf hält. Und dann kriege ich den Slow und kann aus den Sachen nicht rauslaufen, die auch noch zusätzlich spawnen. Deswegen, die triggern sich halt alle gegenseitig hoch, diese Sachen. Und das macht es dann teilweise ein bisschen ätzend. Seht ihr, da kommt das wieder. Da muss ich halt echt ziemlich aufpassen. Weil da passiert es halt so schnell, dass ich in so einer CC-Kette drin hänge, dass ich nichts mehr machen kann. Also das ist halt ziemlich schnell passiert tatsächlich. So, jetzt darf ich gleich wieder, muss ich gleich wieder gucken, dass ich nicht move. Fuck, ich stehe jetzt in einem drin. Aber jetzt kommt der Shit wieder. Scheiße, das ist jetzt ganz schlecht. Die Öffnung hier. Das hat mir jetzt gerade richtig viel geistige Gesundheit gekostet.
Das war jetzt nicht gut. Aber ich darf mich, also das Problem ist, teilweise stehe ich dann in Void Zones drin, ich kann aber nicht rausgehen, weil sonst proc't halt das hier und ich werde dann gestunt oder ich habe den Slow schon drauf und dann war es das halt einfach. Also muss man da teilweise echt ein bisschen gucken. Okay, so sie steht da drüben, dann nehme ich jetzt das hier. Okay, ich habe jetzt zwar noch ein bisschen was an geistiger Gesundheit. Ah, fuck, jetzt bin ich hier reingelaufen. Bitte. Okay, ich ziehe jetzt die Orb. Hier. Oh nein, jetzt spawnt der Dude. Alter. Bro. Das kann halt echt ätzend sein, ne, wenn der spawnt. Ich habe jetzt mit Absicht ihn hier getriggert. In die Orb rein. Okay. Musst halt echt aufpassen mit den Augen, dass du da nicht hinguckst. Ich kann jetzt halt leider, eigentlich würdest du einen Backstep machen und ihn dann von hinten angreifen, aber ich kann es nicht machen, weil ich diese ganzen Voids, diese ganzen Voidflächen hinter mir habe. Sobald ich hier laufe, sind halt da wieder die Voidflächen. Das ist halt die Kacke. Und das spawnt halt hier auch während dem Kampf. Also da musst du dann teilweise echt aufpassen. Aber hier können wir eigentlich ganz bequem uns quasi ihn von hinten mit der E-Sachen wegnatzen. Weil ich krieg eh wieder 200 geistige Gesundheit drauf, wenn ich ihn töte. Wo ist er denn jetzt? Komm her. Also den hätte ich jetzt definitiv schneller töten können. Aber das kriege ich eh drauf. Okay, zwei Flügel haben wir. Es ist jetzt nicht gut gewesen, aber bis hierhin okay. Sagen wir es mal so. Ach fuck, jetzt habe ich meinen Raw gezogen. Das brauche ich eigentlich hinten nochmal. Bis dahin war es okay. Die könnte man jetzt theoretisch auch auslassen, ne? Ich nehme sie jetzt aber trotzdem mit. Jetzt mache ich nochmal einen Big Pull quasi. Bin ich jetzt im Combat? Ja, ich bin im Combat. Ach, mit dem Tumor bin ich im Combat. Okay. Ah ne, ich mache jetzt noch die eine Gruppe hier schnell weg. Die hier. Weil die kann ich nicht mitziehen. Die verschwinden nämlich eh immer wieder. Die mache ich weg und dann mache ich einen Big Pull. Okay. Sudala, was habe ich jetzt wieder ready? Ich habe Inka ready. Ich habe meine E-Trinket noch nicht ready. Ich habe aber die Explo ist am Start. Und ja, gut, HT ist nicht am Start, aber das brauche ich eh beim Endboss. Hab ich, die, ich hoffe, den einen Mob habe ich jetzt noch getriggert. Ja, habe ich. Achso, ich könnte eigentlich hier. So, und jetzt müssen wir hier gleich einmal die Explo reinnatzen. Ach fuck, den habe ich nicht mitgetriggert. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Er hat mir jetzt ewig viel geistige Gesundheit abgezogen. Kann ihn nicht interrupten, Ah, das war jetzt nix. Satz mit X, das war wohl nix. Naja, okay. Laufen wir einmal gegen die Ketten an. Dann kommt der Laser. Okay, hat gereicht, perfekt. Also ich wollte ihn gerade looten, ne? Habt ihr gesehen? Ich war gerade kurz davor, ihn zu looten. So, jetzt muss ich die Käfige noch aufmachen. Und dann haben wir tatsächlich nur noch ein Viertel und noch zwei Orbs. Also es sieht sehr gut aus, ne? Es sieht sehr gut aus, aber ihr müsst berechnen, dass, also ich persönlich finde das letzte Viertel deutlich schwerer als die anderen drei Viertel zusammen. Also das letzte Viertel zieht mir mehr geistige Gesundheit, vor allem mit diesen Trades ab, als die anderen drei Viertel zusammen. Das ist meine Ansage. Und eigentlich. Warte mal, ich habe hier irgendwie gerade richtig grad krass verkasst. Habe ich da oben was vergessen aufzumachen? Ja, shit. Das kostet. Ah, ne, doch, es hat, wurde nur noch angezeigt. Ja, also von dem her ist das ein bisschen blöd. Gut, ich habe meinen Free Death auch noch, ne?
Also wir können jetzt hier erstmal ganz gechillt den noch down machen. FreeDev ist noch am Start. Also ich kann jetzt nur einmal hart verkacken, ohne Konsequenzen in Anführungszeichen. Muss blöderweise die Tumore auch wegmachen, dass ich aus dem Combat komme. Man hat ja hier immer diesen blöden Movement-Effekt drauf und kann dann nicht mehr moven. Jetzt werde ich hier getroffen von dem Teil, es hilft halt alles nichts. Krieg halt wieder einen Haufen geistige Gesundheit abgezogen, aber ich komme hier nicht raus. Das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Seht ihr, was ich jetzt gerade verloren habe dadurch, aber ich kann nichts machen, weil ich halt den Movement-Effekt drauf habe und dann geslowt werde wie so ein Stück. Ja, der Slow ist halt einfach nur ätzend. Komm. Nee, die explore ich jetzt noch nicht. Also diese ganzen Effekte so hochgesteckt, die sind halt. Ah fuck, soll ich den Boss noch machen? Ach doch, komm, den Boss machen wir jetzt noch schnell. Fuck! Ich hab das Ding nicht gesehen. Nein, 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 nein. Komm, ich muss ihn jetzt explodieren. Dann kriege ich nochmal 200 zu. Alter, diese Dinger, ne? Die ficken mich halt so. Die Voids plus das Not Moven, weil der dann wieder Mobs beschwört. Die Effekte, die stacken sich gegenseitig so krass hoch. Ja. Das war fast der Moment, wo ich abgefuckt habe. Nee, komm, jetzt setzen wir hier die Orb an. Hä? Unterbrochen? Nein! Jetzt ist wieder so ein Mob gespawnt. Alter. Es ist halt wieder so ein Mob gespawnt. Ne, das kann halt richtig unlucky sein. Da spawnst du einen Mob, der haut dir den Slow-Effekt raus. Du kannst nicht aus der Void rauslaufen. Dann spawnt die andere Void von dem Dings. Und das triggert sich alles so. Fuck, er fehlt mich gerade hier raus. Das ist nicht gut. Aber ich bin voll. Also passt. Jetzt spawnt's gleich wieder. Fuck, jetzt kann ich da nicht langlaufen. Ich muss da hinten halt lang. Das ist so eine Wichse. Jetzt muss ich einfach nur warten, bis ich da vorbeikomme. Okay. Seht ihr mir, was die paar Mobs mich jetzt schon an Zeit gekostet haben? Es ist einfach übertrieben. Kann ich hier nicht mal rauslaufen? Nein, er fährt mich jetzt. Alter! Diese Kacke hier. Ich kann nichts machen. Ich bin nur geslowt. Fuck, ich hab den einen mitgepult. Seht ihr, ich kann halt nicht moven. Ich kann nicht moven. Das ist so eine Scheiße mit diesen Effekten. Alter, ist jetzt mein Proc ist auch gekommen, ne? Diese eine Mobgruppe, weil der eine Dicke noch dazu kam. Richtig bitter. Ich glaube, jetzt habe ich es verkackt mit dem einen Pull. Ja, weil das so eine Wichse ist. Du bist mit irgendwas noch im Kampf und dann kannst du halt nichts mehr machen. Jetzt muss ich mich so heilen. Echt krass. Richtig krass. Jetzt gehen wir noch einmal runter. Das ist hier der allerschlimmste Raum. Also ich habe jetzt gerade so viel geistige Gesundheit dadurch verloren. Nicht mehr normal. Nicht mehr normal, ich sag's euch. Das Problem ist, der eine Dicke ist dazu gespawnt. Aber ich glaube, mein Proc ist jetzt weg, oder? Sehe ich das irgendwo, ob ich ihn noch habe? Ah, da ist hier nochmal so ein Mob gespawnt. Hier in dem Viertel verkacke ich es immer, ne? Kacke. 200 habe ich jetzt noch. Die mache ich jetzt noch schnell. Dann setze ich meinen Shit noch ein. Ich hätte ihn davor einsetzen sollen, oder? Merke ich gerade.
Oh, die haben doch ein bisschen mehr Life, als ich dachte. Aber ich glaube, mein Proc ist schon weg, ne? Ich werde es nicht mehr schaffen. Ohne Proc schaffe ich es nicht, weil der Boss da oben zu hart ist. Ah, ich hab's mit dem Pull, hab ich's verkackt. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir den einen Boss zumindest noch down kriegen. Jetzt muss ich stehen bleiben. Hier kommt nochmal der Proc. Alter, okay. Den einen Raum muss ich irgendwie strategisch anders pullen, glaube ich. Das hat mich jetzt. Hat mich jetzt hier das Ding gekostet. Stehen bleiben. Ja, er portet sich ja halt dann instant schon wieder weg. Seht ihr, das ist, ich bin dann so weggeslowt hier. Du kommst halt nicht mehr an ihn ran. Weil ich die ganze Zeit natürlich im Kampf bin, dann tickt meine geistige Gesundheit zu low. Hat's halt komplett durchgecastet jetzt. Er portet sich jetzt nochmal weg, ne? Seht ihr das? Jetzt muss ich ja wieder komplett hinterlaufen. Das kostet so viel Zeit. Der Boss, der ist halt, kostet halt mehr Zeit als der Endboss tatsächlich. So, jetzt habe ich halt nicht mehr viel und der Proc kam, glaube ich, auch schon. Ja, mit dem einen Ding habe ich es halt verkackt. Das war das Problem. Das ist das Problem. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Naja, ich kann jetzt noch versuchen, den Endboss. Der wird jetzt halt richtig viel Life haben, ne? Das blöde Auge. Kann nicht interrupten. Fuck, das war jetzt nichts. Oh shit. Scheiße, jetzt castet er den Kack durch. Musst du einmal interrupten? No! Ach doch, der Proc. Ich hab den Procken nicht gehabt. Ich dachte, ich habe vorher den Proc schon ausgelöst. Oh, der Proc hat mich jetzt gerettet. Glaube, ich mache jetzt auf Nummer sicher und laser sie mit Mondfeuer noch weg. Nice, ich hab's geschafft, Leute. Alter, ich hab's halt zwischendrin richtig verkackt, ne? Ich hab's zwischendrin richtig verkackt gehabt. Schauen wir mal, wie viele Dinger. So, drei Masken. Easy. Easy, jetzt schauen wir mal, was ich an Andenken krieg. 1200 hatte ich oder so. 450 sind da drin. 250. Jetzt haben wir noch eine Maske und das haben wir jetzt hier gekriegt. Für 60 ist jetzt schon drin, gar nicht schlecht. Nochmal.
Naja, über zwei. Aber hä? Habe ich das letzte Mal nicht mehr gekriegt? Oder kriegt man die anderen, wenn ich dann verlasse? Das weiß ich jetzt gar nicht. Jetzt muss ich nachher mal gucken. Also, nice. Jo, danke euch. Drei Masken haben wir durch. Boah, ich habe zwischendrin halt echt ein paar Sachen verkackt. Habt ihr hier beim Magier-Turmviertel, ne? Da, der eine Pull, der war halt richtig. Da habe ich halt richtig viel Sanity. Habe ich, glaube ich, in einem Pull über 50% von meiner Sanity verloren. Also, das könnte man noch deutlich besser spielen. Aber ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Achso, ich habe gar nicht gezeigt, wie hoch mein Umhang ist. Der ist auf 9, ne? Also 45%. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt einmal raus. Vielleicht kriege ich ja dann den Rest noch. Oder ich weiß gar nicht genau, wie das läuft. Jetzt noch mehr. Ah, schau, ich habe jetzt noch mehr. Okay, gut. Jo, dann sind wir soweit durch mit dem Video. Ich werde jetzt dann bald noch versuchen, mit einer vierten Maske zu machen, aber dann versuche ich mir die fünfte zu holen und die zu benutzen, weil die eine, die ich noch habe, da kriegt man nur den, da wird die Maximal-Sanity auf 50% quasi vom Maximum reduziert, also auf 500. Und die ist ein bisschen zu heftig im Moment noch für mich. Dann schaue ich mal, ob die andere, die ich jetzt noch offen habe, ob ich die quasi dann noch holen kann. Okay, das war's mit dem Video. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut beim nächsten wieder rein. Euer Tela, bis dann. Ciao.